Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Reverse. Ich weiß nicht, ob man das Let's Play nennen kann oder Let's Beta. Ja, ich bin wieder da und jetzt kommen die Zweiteiler, wo ich jetzt alleine nochmal das Spiel spiele werde. Wer die zwei anderen Folgen geguckt hat, mit mir und den Rufen, ja. Ich hoffe, dass wir noch weiterhin Spaß haben werden mit dem Spiel, weil ich habe mega Bock. Mir macht es extrem Spaß, dieses Spiel. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal oder so, versuchen wir mal eine neue Runde zu finden. Ich nehme den guten, ja, Chris Redfield. Stand jetzt, also zu dieser Aufnahme, hat Capcom wieder so ein bisschen was an der Beta gemacht. Irgendwie war das Matchmaking nicht wirklich gut. Jetzt findet man Gott sei Dank eine Lobby, nicht so wie in den letzten beiden anderen Aufnahmen, die wir ja mit, die ich mit Rufen hatte. Da hat es offscreen extrem lange gedauert, bis man überhaupt eine Runde gefunden hat. Aber jetzt halt nicht mehr, was für mich ganz gut ist. Dann kann ich nochmal ein bisschen näher auf das Spiel eingehen. Und ja, ihr habt ja gesehen, ihr habt ja die Videolänge gesehen der ersten beiden Folgen. Die sind ja nicht so lange. Gucken, wie ich es dieses Mal mache, ob ich die jetzt genauso kurz halte, weil, wie gesagt, im Endeffekt möchte ich es ja nur kurz zeigen. Und ja, ich habe natürlich jetzt ein paar mehr Spielstunden, was natürlich das angeht. Verdammt. Ja. Ja, die Anfangsphase dauert immer ein bisschen lange bei mir. Aber wir haben den ersten Kill. Da haben wir Ada Wong getötet, die wir ja auch kennen aus dem zweiten Teil, aus dem zweiten Remake. Ich hoffe, dass das mit dem Sound alles hier ganz gut ist. Ja, Molded haben wir hier gerade noch erledigt. Ich hoffe, dass es echt nicht zu laut ist. Also die ersten beiden Aufnahmen waren jetzt von der Lautstärke noch ganz okay mit Rufen. Kann aber auch sein, dass das einfach nur durch meine Kopfhörer kommt. Ja, wie gesagt, Chris sieht er ja aus dem siebten Teil. Sieht er jetzt auch mal ein bisschen voller, sage ich es jetzt mal. Nein! Ich wollte nicht den Explosivkette nehmen. Ja, ich will manchmal zu sehr. Hier, vollkommen Punch. Dann haben wir dich jetzt auch mal getötet, die gute Ada. Ja, ich muss mich immer ein bisschen warm spielen. Was das angeht. Ja. Auf jeden Fall, das Spielprinzip finde ich gar nicht mal so schlecht. Mal jetzt Jack Baker getötet. Also vom Spielprinzip muss ich sagen, gefällt mir das. Mit dem, dass man sich halt Helden aussuchen kann. Kein Limit, Gott sei Dank. Also, dass man nur einen bestimmten Charakter in der Runde dabei sein darf. Sondern, dass man halt mehrere Chris Redfield nehmen kann als Beispiel. Ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und dass man auch einen zu den, ich sag's mal, Biowaffen werden kann. Finde ich auch richtig geil. Hier, Falcon Punch. Haben wir Jill erledigt. Ah, Tyrant! Dann sind wir jetzt mal kurz unverwundbar. Na, verdammt. Dafür haben wir jetzt zu lange gedauert. Jetzt sind wir Molded. Molded gegen Tyrant. Das wollten wir doch schon alle sehen. Und? Gut. Wie ich es mir schon fast gedacht habe. Der Molded verliert gegen den Tyrant. Oh, Mann. So. Aber man wird gleich direkt weiter gespawnt. Also keine Zeitbegrenzung, wann man gespawnt wird. Wie man es ja eigentlich oft aus solchen Multiplayern-Shootern kennt. Eigentlich.
Aber so ist es dem nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist. Also, ich find's gut. So, zack, haben wir nochmal Munition. Na, nimm mir Sitz! Na gut, wir sind tot, glaube ich. Wer sind wir jetzt? Und wir sind auch der Nemesis. Nice. Komm her. Na, schade. Nein. Hold up. Fired. Nemesis gegen Nemesis. Nemesis gegen den Hunter. Ah, okay, ich glaube, das war's. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin mit den Nemesis noch nicht so wirklich eingespielt. Also nicht so wirklich. Weil ich auch nicht nur von, also von diesen Virus-Containern, die er auch schon Rufen ja erklärt hat. Da kriege ich meistens immer nur ein. Gut, jetzt hier zwei, das ist gut. Aber sonst kriege ich hier das nicht so oft. Ah, getötet. Ah, schade. Jetzt sind wir der Tyrant. So, Zeit ist abgelaufen. Und wir sind Erster. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Wir sind Erster mit dem guten Chris Redfield. Wir haben dreimal als Überlebender gekillt. Fünfmal als Biowaffe, neunmal sind wir gestorben. Und Virus-Container hatten wir vier. Revenge Kill haben wir 4 und meisten Kills in Folge hatten wir 5. Ja. Dann würde ich mal sagen, nachdem die ersten beiden Folgen so ein bisschen mehr erklärerisch waren, zeige ich hier ein bisschen mehr Gameplay. Wir nehmen jetzt diesmal die gute Jill. Weil das ist so das Konzept, was ich mir so gedacht habe. Die ersten beiden Folgen so ein bisschen erklären und jetzt das, also mit mir alleine, jetzt so ein bisschen mehr Gameplay. Ja, das APD ist jetzt die einzige Map in der Beta. Ich hoffe halt auch wirklich, da gebe ich Rufen auch recht. Ich hoffe, dass es mehr Maps danach gibt, wenn das Spiel dann endgültig raus ist. Weil ich sehe sehr viel Potenzial, dass man da mehrere Maps spielen kann, wie zum Beispiel die Mansion von Oscar Spencer. Man könnte auch Maps aus Revelations nehmen. Meine ich ja nur. Wie man es ja auch in Resistance getan hat. Weil ich sehe hier wirklich, wie bei Resistance, sage ich auch ganz ehrlich, ich sehe sehr viel Potenzial in diesem Spiel. Das kann wirklich ein wirklich gutes Multiplayer-Resi werden. Wieder. Jo, was geht? Was geht? Ja, mit Jill. Da gibt es ja die Landminen. Zack, und den Hotdogger, den ich gerade eingesetzt habe. Das Messer. Was sehr, sehr effektiv ist. So, weg damit. Ah, schade. Aber wir sind jetzt ein Hunter. Und ich möchte Claire. Aha. Schade. So, jetzt weg. Na, schade. Gut. Jetzt wird uns angezeigt, wer der Revenge Kill ist. Also an wem wir uns rächen können. Weil da kriegt man, glaube ich, da kriegt man auch noch mal extra Punkte. Was? Kriegt man noch mal extra Punkte. Okay, er ist. Ey, da zack und wir haben es. Revenge Kill 20 Punkte. Seht ihr es? Also es macht schon deutlich Sinn, wenn man das macht. Wenn man die Leute tötet. Gut, der ist gemordet. Ist einfach gut. Wir sind jetzt gestorben dadurch, aber gut.
Wir haben es ja geschafft, ne? Dennoch. Aua. Zack. Hank haben wir getötet. Auch wenn Hank Ehre ist. Zack. Und wir haben auch Ada wieder getötet. Und es war wieder ein Revenge-Kill. Sehe ich gerade. Au. Noch Pentakill. Ah, schade. Da war Leon, also der Looney. Da war der ein bisschen besser. Aber ihr seht es. Es geht. Eieiei. Hilfe. Ah, schade. Da, also wenn Leon da seine Akimbos rausholt. Da, aua. Ja, wir haben trotzdem irgendwie einen Kill. Ja. Ja, das ist das Problem. Also wenn man einmal irgendwie festgefangen ist bei Jack Baker oder so, dann kommt man da auch nicht so schnell raus. Also schade. Schade. Ah, schade. Da war ich ein bisschen... Habe ich wirklich ein bisschen zu sicher gespielt. Ja, willkommen in der Familie. Zack. Haha, ja, da haben wir Jack Baker Claire getötet, auch wenn es in meiner Seele im Herzen wehgetan hat. Oh nein, Nemesis. Okay, Jack Baker gegen. Ah, gut, das war ein kurzes Aufeinandertreffen. Jack Baker gegen Nemesis. Oh Mann. Ah, verdammt. Molded Power. Nein. Ja, das war's. Das war's. Ja. Zeit ist abgelaufen. Aber wir sind immerhin Dritter. Wir haben es einmal geschafft, immerhin Erster zu werden und einmal Dritter zu werden. Mit Chris und Jill. Ist ja ordentlich. Waren ja zwei ordentliche Runden. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch von dieser Folge. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mal zwei Runden zu zeigen. Wie gesagt, das sind jetzt so kleine... Und ne, es sind ja knackige Videos, die man sich halt so schnell angucken kann. Das Wichtigste ist, ich zeige euch das Spiel und nochmal mehr vom Spielprinzip. Was ich immer noch mega gut finde. Das Spielprinzip her... Weil, ja, ich mag das so, dass man halt so überall aufgeteilt wird, dass man verschiedene Charaktere nehmen kann, dass sie verschiedene Fähigkeiten hat, aber das hat ja auch schon Rufen alles erklärt, was für Fähigkeiten es sind und, ja, wie gesagt, ich sehe eine Menge Potenzial in diesem Game und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, dieses Video euch anzuschauen und dieses Game vor allem und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil Reverse von der Preview-Version, sage ich es jetzt einfach mal. Es ist ja so gesehen eine Preview, weil es ja eine Beta ist. Und ja, dann sehen wir uns eventuell in der vierten Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufgestaffelt habe, ob das jetzt die dritte Folge ist oder ne. Auf jeden Fall hören wir uns dann nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es dann zu Resident Evil Reverse Beta wieder geht. Ciao!